Urlaub vom Ich. Sommerzeit ist Urlaubszeit. Berge, Meer und Strand locken, ferne Länder, die Hängematte im Garten oder der Sessel auf dem Balkon. Urlaub vom Ich wäre vielleicht auch mal was. Nicht gleich in fernen Ländern, sondern direkt um die Ecke. Urlaub vom Ich könnte heißen, das gewohnte Ich an seinem Arbeitsplatz zurücklassen. Denn dort tut es Folgendes, mein manchmal fieses Ich. Es sagt Sätze zu mir wie, das kann ich nicht, das wird nichts, das konnte ich noch nie. Oder wenn es noch besser in Form ist, mein fieses Ich, dann sagt es, boah, bist du blöd, wie kann man so doof sein, bescheuerter geht's wohl nicht. Das kann mich dann mal, dieses Ich. Da mache ich doch lieber mal Urlaub von ihm. Ich lege mich in die Hängematte und probiere mal neue Sätze aus. Zum Beispiel, das kann ich noch nicht. Nun, bislang ist es nichts geworden, nochmal probieren und mal schauen. Oder, das war jetzt blöd, also nochmal in Ruhe nachdenken. Und wenn es wieder nicht klappt, dann einfach in Ruhe weiteratmen. Alles hat seine Zeit, heißt es in der Bibel. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen und Tanzen, Schweigen und Reden. Ich möchte hinzufügen, alte Sätze haben ihre Zeit und neue Sätze haben ihre Zeit. Ob in der Hängematte oder sonst wo im Leben.